Grüßt euch, Freunde, und schön, dass ihr wieder dabei seid in einer weiteren Abenteuer-Episode hier in der 3.17.2. Ja, ich dachte, ich schalte mal das Face-Over-IP mal wieder ein und schau mal, wie das Ganze jetzt mit den FPS läuft. Und ja, wir sind gerade auf dem Weg nach Crusader. Wir wollen heute mal ein paar ganz, ganz easy-peasy Combat Assists machen. Und wir wollen ein bisschen Geld verdienen, denn wenn wir mal das Mobiglas aufmachen, dann sehen wir, dass wir mittlerweile von 33 Millionen auf eine halbe Million runtergesunken sind. Das ist am Wochenende passiert, da hatte sich CIG leider vertan und hat uns jetzt so ein bisschen korrigiert. Ich glaube, das geht nochmal, ich glaube, da kommt noch eine Mille drauf wieder. Sicher bin ich mir aber nicht, ist mir aber auch letztendlich völlig Latte und Wurst. So. Und ja, das ist halt der Fakt, ne? Wie gesagt, da gab es halt einen kleinen Fehler in der Datenbank, die haben das jetzt korrigiert und die werden uns da jetzt letztendlich so ein bisschen was geben. Ja, ich bin auf dem Weg nach QL4, muss da kurz zwischentanken, denn die Service Beacons bzw. die Combat Assist Beacons, die gibt es momentan nur auf Crusader oder bei Crusader und deswegen müssen wir da erstmal hingurken. Ich hoffe, die sind auch noch da, wenn wir gleich da ankommen und dann machen wir die da und schauen wir mal, wie wir so ein bisschen Geld verdienen, wie wir so ein bisschen hocharbeiten und dann auch die Moderate Threats dann bekommen, dann die High Threats und so weiter und so fort. Mit den Bounty Hunter Geschichten bin ich relativ gut vorangekommen. Ich bin jetzt mittlerweile hier, zeige ich euch mal ganz kurz, bei den, hier oben, ja, wird immer so ein bisschen doof angezeigt, bei den, ja, hier bei der Lizenz hier, die habe ich gemacht für die Very, obwohl, nee, die muss ich noch machen, die Lizenz, die anderen habe ich gemacht und die hier, die schaffe ich aber allein nicht, ne? Es ist, also die hier für die Hard Risk Targets war schon wirklich ganz haarscharf bei mir, also ich habe geglüht wie ein Pavian Ohrläppchen, ne? Also wirklich, das war ganz, ganz heftig. Und das Ding hier werde ich auf gar keinen Fall alleine machen, beziehungsweise das Ding hier, denn das ist mir zu riskant. Ne, in den Abenteuerfolgen, wisst ihr ja, da gehen wir so ein bisschen so vor, als wenn wir hier wirklich schon live sind und uns, als ob unser Leben auch wirklich was wert ist. Wir locken uns nicht einfach aus, wir sterben nicht einfach, weil wir nicht weiterkommen oder eine Abkürzung nehmen, weil wir ja da verortet sind oder so. Wir ziehen das alles genauso durch, wie das kommt und so machen wir das, Leute. Und nicht anders. Nicht, dass sie dann nachher beschweren kommen. Ne, apropos Beschwerden. Alter, Freunde, dann muss ich muss das einfach loswerden. Tut mir leid, aber ich muss mit euch darüber reden, was hier wieder los war in der Community bezüglich dieses Geldes, dass da versehentlich von Cloud Imperium Games da zu viel und dann zu wenig und oh Gott, es ist, ich fasse mir echt immer den Kopf, ne? Klar, ich meine, es ist nicht doll. Ja, sind wir mal ehrlich. Es ist nicht doll, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man die Entwickler und dass man CRG, die Mitarbeiter, so hardcore beleidigt, dass man denen, keine Ahnung, den Tod der Mutter wünscht oder sonst irgendwas. Das kann doch wohl wirklich nicht sein. Ja, ich meine, wenn man mal das sich so ein bisschen Revue passieren lässt. Ne? Es war so, dass der Vibe angekündigt wurde. Alle haben gesagt, super, Vibe, ja, alle Schiffe weg. Kohle weg, alles wieder am Anfang. So, das war die Ausgangssituation. Alle waren damit einverstanden. Ja, zumindest der größte Teil der Community. Die Schreihälse, keine Ahnung, vielleicht waren sie doch wieder beleidigt und bockig und haben in der Ecke gesessen. Kann sein, aber zumindest haben sie sich nicht zu Wort gemeldet. Dann war es so, dass die 3.17.2 live ging und alle auf einmal mehrere Millionen hatten. Ne? Da haben sich alle gefreut, dachte so, ah cool, ich kann einkaufen, haben mir ein Schiff kaufen, ja super, super, super. So, und dann haben sich aber auch schon viele gefragt, die gesagt haben, ah ja, aber das kann nicht sein. Und dann wurde da nachgehakt und Cloud Imperium Games meldete sich darauf hin und sagte, ja, da gab es leider einen Fehler. Wir müssen da nochmal korrigieren, tut uns sehr, sehr leid. Und dann haben sie das halt den Leuten wieder weggenommen. Ja, so. Und dann ging das los. Ne, wo ich mich erstmal frage, so, Alter, das war doch erstmal nett, dass sie uns überhaupt was gegeben haben. Ja, so. Das ist so wie, keine Ahnung, als wenn ich irgendwo in den Laden komme, einfach nur um zu gucken, dann schenken die mir einen mega teuren Rucksack, sag ich mal, fällt jetzt nichts Besseres ein, ja, und sagen dann, ah, sorry, das war gar nicht der Rucksack, das war das für das Geschenk. Da fange ich doch nicht an, die durchzubeleidigen. Alter, dann sage ich doch, nee, klar, kein Ding. Ey, cool, danke für den Rucksack, so oder so. Ja, also ich weiß, ich frage mich manchmal wirklich, was mit den Leuten los ist, ne? Wirklich, also das ist ich muss ganz ehrlich gestehen, ich brauche dann erstmal ein paar Tage, um überhaupt zu realisieren, ob das jetzt wirklich
passiert ist oder ob das irgendwie nur so falsche News waren. So. Ich manchmal kann ich das sowas einfach gar nicht glauben, ne? Naja, gut. Und dann gab es wohl auch welche in der Community, die haben sich dann darüber aufgeregt, dass der Patch irgendwie nachts released wurde, wo ich auch denke so, ey Leute, der Patch wird released, wenn der Patch released wird. Ja, klar, Cloud Imperium Game sagt manchmal was, ja, und dann gerade was die Entwicklung angeht, nimmt das doch nicht immer alles so eins zu eins wörtlich. Immer so ein bisschen in der Hinterhand sagen, ja, vielleicht verschiebt sich's dann doch nochmal. Ne, das kann alles passieren. Aber was wäre denn, wenn sie jetzt gesagt haben, ja, wir haben jetzt gesagt, der Patch kommt und jetzt machen wir da drauf und alles ist Mist und dann, wir hätten aber noch ein paar Stunden gebraucht. Da wird doch jeder sagen, ja, dann hättet ihr euch die paar Stunden noch nehmen sollen. So, dann wäre halt nachts gekommen. Ja? Wie man es macht, macht man es dann falsch. Und ne? Ihr müsst euch immer im Hinterkopf behalten, wir sind noch in der Entwicklung. Das ist noch nicht fertig, das Spiel. Es wird Bugs haben, immer. Es wird auch Bugs haben, die schon da waren. Es wird nervig sein. Es macht Fortschritte. Es wird immer besser. Ja, gar keine Frage. Aber es ist dadurch nicht gleich fertig und bugfrei. Ne, das muss man halt sehen. Wenn wir jetzt, wenn Cloud Imperium Games kommt und sagt, pass mal auf, final, released, hier habt ihr. Ja, und dann funktionieren die Fahrstühle nicht. Es gibt 30Ks, die Kohle ist weg. Dann bin ich voll dabei, wenn da ein Shitstorm losgeht. Ja, weil dann würde ich mir denken, ey, sorry Leute, aber das ist kein Release, das Mist. Ne? Aber solange das in der Entwicklung ist, ne, sorry, nee. Ne? Also, wie gesagt, Butter bei der Fische, bleibt mal locker und genießt einfach, was da ist. Dieser Patch ist fantastisch, es gibt richtig cool neues Gameplay, die Events sind mega geil. Ja, sie gehen nicht manchmal zu Ende. Manchmal stürzt das Spiel ab und der Endboss spawnt nicht. Ja, dann macht man es nochmal. Ja? Und wenn man keine Kohle hat, ich wäre auch mit einem Alpha UEC zufrieden gewesen. Wäre ich auch mit reingegangen. Ja? Dann hätte ich Jobs gemacht und hätte dann irgendwann mein Geld gehabt. Es ist ja nicht so, dass man hier, keine Ahnung, einen Monat braucht, um mal 1000 Alpha UECs zu verdienen. Ne? Also, ja, gut. So viel dazu. Jetzt ist aber Schluss. So, warte. So, genau, ich bin jetzt hier gelandet und das Coole ist, ihr habt gemerkt, ich bin einfach auf dem Pad gelandet, ohne Landeanforderungen zu stellen und ich habe repariert. Ne? Und das ist eine ziemlich coole Sache, die weiß auch nicht jeder. Ihr könnt an jeder Station natürlich eine Landeerlaubnis erbitten, dann wird euch ein Hangar zur Verfügung gestellt, ihr könnt da drin landen, ihr könnt Zeug machen, ihr könnt aber auch auf diesen Pads landen, ihr könnt reparieren, ihr könnt reingehen, rausgehen. Ohne Landeerlaubnis. Total cool. Ne? Und so spart man mega viel Zeit, wie damals bei der Cryastro Station. Ob das jetzt so gewollt ist oder ob das ein Fehler ist, kann ich euch gar nicht sagen. Aber zumindest ist es trotzdem eine ziemlich coole Sache. So, jetzt werden wir erstmal nach Crusader fliegen, in der Hoffnung, dass dann die ganzen Missionen dann auch da sind. Ne? Kann auch sein, dass das serverabhängig ist, dass die Combat Assist Missionen jetzt irgendwie, keine Ahnung, ganz komisch verteilt sind. Ne? Also viele sind auf einer Stelle. An anderen Orten sind dann gar keine. Ne, ich kann es euch nicht sagen. Genau. Ne, wir fliegen da auf jeden Fall jetzt erstmal hin. Können wir mal ganz kurz nochmal ins Mobiglas gucken, wie das jetzt hier überhaupt aussieht. Hier sind sie. Ne, und ja, genau, das müssten sie sein hier, 18.000. Ja, da müssten wir jetzt auch immer näher kommen. Ne, seht ihr auch, da schrumpft schon die Zahl. Ne, genau. Das sollten die sein und die anderen, die dürften hier bei Microtech sein. Aber bei Hursten und bei Arcop, da sind halt so gerade jetzt keine. Ne? Keine Ahnung, ob das so sein soll. Ne? Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Jumptown-Event. Ne? Unter Priority findet ihr das. Und das findet heute, Tag der Aufnahme, bei Arcop statt. Und das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache. Ne? Deswegen, wenn ihr hier zum Beispiel auf die Serveranzahl guckt, dann seht ihr hier über 100 Spieler, ne? Oder 100, besser gesagt. Wenn das Siege of Orison Event läuft, dann habt ihr hier nur so, ich glaube, hier steht dann immer hinten 70, aber es sind so ungefähr 50 Spieler, die dann draufkommen. Da haben sie ja gesagt, das wollen sie halt irgendwie cappen, ne? Weil das halt für 100 Spieler noch nicht ausgelegt ist. Apropos Siege of Orison Event, ich hatte am Sonntag einen kleinen Gedankenfehler. Da habe ich ja gesagt, heute Abend machen wir das Siege of Orison Event im Rest-Stop, aber das war falsch.
Heute Abend machen wir das Siege of Orison Event im Reststop. Also kommt Discord, Reststop. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Tragt euch im Eventkalender ein. Ich will immer Adventskalender sagen. Und ihr seid dabei. Wir sind schon mittlerweile so an die 20 Leute, ein bisschen mehr, glaube ich. Und wenn wir da wirklich, keine Ahnung, vielleicht noch 10 oder 20 mehr werden, dann rocken wir das Ding sowas von. Und wir looten und verdienen Geld und haben Spaß und legen die Bosse und machen und tun. Das wird einfach der Knaller, ne? Und ich werde das übrigens auch aufnehmen und werde das auch komplett durchaufnehmen. Das wird wahrscheinlich 2, 3, 4 Stunden dauern, aber das ist dann halt eine längere Folge. Da muss man halt ein bisschen durch, da kann man ja auch dann Pause machen. Aber ich will das jetzt nicht stückeln. Und wenn das Event so lange dauert, dann dauert das halt so lange. Kann ich ja auch nichts für. Ne? Kann ja nicht sagen, so Stunde ist vorbei, sorry Leute, den Rest mache ich jetzt offscreen. Könnt mich mal gern haben. Ne? Das ist, ich hoffe, da habt ihr Verständnis für. Und noch ein Punkt. Diesen Samstag, habe ich ganz vergessen, letzte Worst News zu erwähnen, ist Livestream. Ne? Livestream, Samstag, 20 Uhr geht's los, es gibt eine schöne Verlosung, könnt ihr euch drauf freuen. Wir quatschen noch ein bisschen, Rötti ist dabei, ich glaube, die Beaks ist mit dabei. Und da werden wir auch Siege of Orison ein bisschen zocken. Ne? Ihr könnt da auch gerne mitkommen, dann kommt da mit auf den Server, guckt nebenbei den Livestream. Und dann werden wir das Ding ganz entspannt spielen. Ne? Heute Abend wird's wahrscheinlich ein bisschen operationsmäßig sein, dass man so ein bisschen da dynamisch durchgeht durch das Event, aber am Samstag zum Livestream, ne, da werden wir das ganz entspannt machen, da werden wir uns nicht stressen lassen, werden ein bisschen uns das Gelände angucken, natürlich ein bisschen ballern, aber wir werden da jetzt nicht durchhetzen und nebenbei werden wir uns natürlich ein bisschen quatschen. Ne, Livestream ist halt wie gesagt immer so ein bisschen entspanntere Sache, manchmal zocken wir, manchmal quatschen wir auch nur, ne, und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. So, dann wollen wir mal, würde ich sagen. Oh, ein bisschen hier oh, ein bisschen Kohle verdienen jetzt. Wir mal gucken, wenn wir erstmal die Low-Sweat-Targets hier wegmachen. So, lass uns gucken. Hier sind sie. Zack, zack, zack. Genau hier, zack. Das sind sie auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den hier. Der sollte hier auf jeden Fall irgendwo in der Nähe sein. Und dann mal gucken, ob wir dann irgendwann die Moderates kriegen. Weil da verdienen wir dann schon so ein bisschen mehr. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, ja. Natürlich auf der anderen Seite, ne? Ist ja wieder klar. Und dann natürlich, ob wir die High Threats kriegen. Und die High Threats, das wird es auch dann wieder irgendwo so sein, dass wir da wahrscheinlich keine Chance haben, das alleine zu machen. Ne, da müssen wir uns dann Hilfe holen. Aber, wie gesagt, ich finde das super. Und so muss das auch sein. Ne, ich will das gar nicht, dass ich bis zu den ERTs, das wäre ja so, als wenn ich dann irgendwann auch eine Hammerhead alleine hier mit der Saber wegmachen könnte. Oder, keine Ahnung, mit einer Conny oder wie auch immer. Das soll ja nicht sein. Deswegen ist das auch alles in Ordnung so. Und ist auch geil. Ich find's cool. Nur natürlich gibt es nicht... Also nicht jeder von euch hat jetzt Bock, mit anderen zu spielen. Vielleicht auch nicht die Möglichkeit dazu. Ne? Dann können diejenigen halt diese hohen Dinger nicht machen. Ne? Das ist halt ein bisschen doof, aber so ist das nun mal. Aber ich sage an der Stelle auch immer jedem, pass auf, wenn ihr Bock habt oder irgendwen sucht, mit dem ihr zusammen zocken wollt, kommt ihr zu uns in den Reststop, ne, auf Discord. Da gibt es immer Leute, die man findet, die das Gleiche mögen. Das sind echt alles coole Typen, echt alle mega, ja, Hammer-Leute. Und da machen wir auch die unterschiedlichsten Events. Da könnt ihr immer mitmachen, wenn ihr wollt. Mal wird geballert, mal wird gemeinert, mal wird getradet, mal wird sonst irgendwas gemacht. Und ja, und dann habt ihr einfach Spaß. Und selbst wenn ihr dann irgendwen findet und ihr sagt, hey Mensch, war schön auf dem Reststop, aber ich habe jetzt eine Orga. Da könnt ihr natürlich auf dem Reststop bleiben, ne? Kein Thema. Kill. Kill. Aber ihr könnt natürlich auch wieder den Reststop verlassen, wenn er. Ne? Es geht da wirklich nur darum, wen zu finden und ein bisschen Spaß zu haben und gut ist. So, keine Pflicht und keine Orga vor allen Dingen. So, jetzt haben wir die Kohle gekriegt. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht hier. Zack, zack, zack. Die sind ein bisschen weiter weg. Aber ich vermute mal, die sind wahrscheinlich eher bei Crew L1, vermute ich mal. Von der Entfernung musst du das ungefähr hinkommen. Ich hoffe, da kommen wir noch hin mit unserem Schrott, aber sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, genau, bei Crew L1. Na, das geht sogar, ne, jetzt von Crusader nach Crew L1, das ist ein Katzensprung. Ja, und dann werden wir halt jetzt in der nächsten Zeit in den Abenteuerfolgen
werden wir die Missionen machen, die man alleine gut machen kann. Wir werden mal eine Liefermission machen, wir werden mal eine Trading-Mission machen. Wir werden mal den Bunker ausprobieren, wenn wir mal wieder ein bisschen Waffen dabei haben. Momentan habe ich halt gar nichts dabei. Und in den Koop-Folgen werden wir dann große Events spielen. Wir werden auch am kommenden Dienstag, dann nächste Woche, werden wir Jumptown dann spielen, ne, das 2.0-Event. Da werden wir auch eine Riesentruppe, werden wir runterfliegen, werden wir das Ding komplett einnehmen. Wir machen auch keine Diskussion. Wir kündigen uns vorher an. Wir sagen, wir kommen jetzt, bitte entfernt euch. Und wer nicht weg ist, der wird abgeschossen. Ne, da werden wir wir haben das mal am Anfang gemacht, dass wir gesagt haben, ja gut, aber die Leute dürfen dann trotzdem, aber... Die Leute machen echt nur Quatsch. Und mit 100 Leuten auf dem Server, das ist, da hast du keinen Spaß, wenn du die Leute da nebenher noch zulässt. Das geht einfach nicht. Ne? Ist natürlich, ich will nicht sagen illegal, aber ist halt ein bisschen drastisch, das Ganze. Aber wir verstehen uns dann so ein bisschen als Söldnertruppe und wir kündigen uns an, ne? Auch dreimal, sodass die Leute da reagieren können. Wir fliegen nicht einfach in den Ballern, sondern wir sagen, pass auf, ne? 10 Minuten habt ihr, packt ein, aber dann ist vorbei. So, jetzt glaube ich, müssen wir den Rest über das Movieglas hier machen. Ja, könnte auf jeden Fall auch alle machen. Ja, ich komme ja. Mensch. So, hat er gemacht. Ah ja, gut. So, dann müssen wir auf jeden Fall unseren Quantum Fuel im Auge behalten. Nicht, dass wir uns hier irgendwo vergriesknallen. Genau, und in Koop-Folgen, wie gesagt, machen wir dann die Events oder halt auch dann Missionen, die halt alleine ein bisschen zu schwierig sind. Ja, die halt. Ja, ich komme ja. So, mal gucken, wo ist der Feind? Noch sind beide weiß. Schießt einer. So, den kann ich jetzt gerade nicht aufschalten. Ah ja, jetzt ist er da. Sehr gut. Da hilft manchmal auch einfach das Schiff ausmachen. Aber gerade ist ein bisschen schwierig hier. Und trotzdem drauf schießen. Treffen ihn auch so. Kein Problem. Auch ohne Kreuz. Sagte er und schoss daneben. Ja, da hilft manchmal wirklich das Schiff ausmachen. Ich mach das mal kurz. So, zack, zack. Wieder an. Und dann geht's meistens. Also ein kleiner Bug. Aber so könnt ihr den umgehen. Ja, wie man die so schlecht trifft, wenn man, dass er dieses Zielkreuz nicht hat, ne? Ja, er rollt mit hier rum. Also er schießt gut. Ja, er trifft uns auch. Aber das ist jetzt kein Problem. Also auf jeden Fall nicht im Vergleich zu der Journeyman Tracker License für die Hard Risk Targets. Also das war wirklich, da habe ich aber, das, ich habe es euch ja gesagt. So, wunderbar, dann haben wir den. Mal gucken, ob wir jetzt mittlerweile schon, gucken, ob wir schon hier was haben. Ne, da haben wir leider noch nichts. Ich weiß aber auch gar nicht, ob wir diese Dinger hier annehmen müssen, diese Bewertungen. Aber eigentlich sollte man auch Sterne kriegen, wenn man die nicht annimmt, weil man bewertet ja den und nicht sich selbst. Das müssten die ja machen. Deswegen, wir machen einfach mal weiter. Mal gucken. So, Service Beacon. Zack, hier, der müsste auch hier in der Nähe sein. Den nehmen wir gleich mal an. All Channels! All Channels! I'm under attack! Das ist immer der gleiche Typ. Oder so ganz viele Brüder, die alle gleich klingen. Tja, haben so schnell, ne? So, da sind sie wieder. Müssen jetzt wieder umspringen hier. Das ist ein Aurora Legionär. Das wird wahrscheinlich nicht der Feind sein. Der wird, doch ist es. Na, gehört. So kann man sich irren. Da schickt man eine Rakete hin. So klappt. Ah, so. Wie der darf oder und wie nicht oder was? Nee. So ja nee. Komm her, du Knilch. Fliegt der rückwärts oder was? Da zeigt der Haut ab. Cool sein. Nimm das. Der haut mich ab, ne? Alter. Haut ihn ab. I hired you to protect me. Now get back here and protect me.
Ach so, oder war das der jetzt der Typ? Nee, war nicht der, ne? Schon der? Das ist schon hier der? Ich scanne mal. Bin mir jetzt echt nicht sicher. Nicht, dass wir hier den Falschen wegnatzeln. Criminal, ne? Fraktion Criminal, dann. Where are you going? D up, more shitheads inbound. Now. I thought I was a goner. Thanks. Kein Ding. So, können wir noch einen haben hier? Aber schon, ne, kriegen wir irgendwie keine Ratings, ne, rein. So, die sind zu weit weg. Können aber noch mal nach Crusader zurückfliegen. Und gucken, ob da was kommt. Ah, irgendwie ist das mit den Combat Assists noch nicht so wie im PTU, muss ich sagen. Ne, da war das wirklich so, egal in welchem Planetensystem man war, es waren immer vor Ort welche. Man musste jetzt nicht die Planetensysteme wechseln. Manchmal war das so. Ne, da musste man dann woanders hinfliegen. Aber eigentlich war immer was im Ringensystem. Und dann kamen die auch immer nach. Ne, keine Ahnung. Also ich gehe mal davon aus, dass viele jetzt das Jump Town Event machen. Und deswegen dort jetzt nicht unbedingt die ganzen Comet Assist Beacons machen. Aber sicher habe ich mir natürlich nicht bei 100 Spielern. Ne, weiß man das nie. Kann natürlich sein. So, aber ist ja auch nicht schlimm. Ne? Wir sind ja auch schon wieder gut in der Zeit. Mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas bekommen. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen was an Bounty Hunting. Was ich so ein bisschen vermisse, muss ich ganz ehrlich gesagt gestehen. Obwohl, das könnte was sein hier. Ich wollte gerade sagen, die Very Low-Risk-Targets, die Middle-Risk-Targets, die Hard-Risk-Targets, alle, die ich jetzt schon freigespielt habe, hier, das ist übrigens das Ding für die Very Hard-Risk-Targets, die ich jetzt auf keinen Fall alleine mache. Aber wo sind die dazwischen? Ne, wo sind die ganzen, die ganzen Targets? Ne, die ganzen Low-Risk und, ne, ihr wisst, was ich meine, die sind irgendwie bei mir nicht da. Ne, keine Ahnung. Sind die bei euch? Könnt ihr mal... Doch, hier ist einer. Obwohl, nee, das ist ja wieder die Dings hier. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Die sind, irgendwie sind die nicht da. Keine Ahnung, was da los ist. Na so, hier ist was, aber... Gut, vielleicht sind die jetzt auch gerade von Cloud Imperium Games abgestellt. Das kann natürlich sein, weil jetzt andere Sachen getestet werden sollen. Aber normalerweise sollten die da sein. Oh, da muss ich aber jetzt mal richtigen Shitstorm lostreten im Spektrum. Geht ja gar nicht. Ich muss die mal alle durchbeleidigen, glaube ich. So. Schauen wir, was haben wir denn noch hier? Genau, die sind alle hier. Das ist ein bisschen doof, aber ein bisschen schade, dass hier echt nichts reingekommen ist, ne? An Rating. Ein bisschen doof. Bei 3 müsste zumindest so ein bisschen was sein. So, das ist Microtech Security. Das ist Hurston. Das ist nur eine Zeta Prolanit. Missing Person. Constellation. Das können wir nochmal machen. 18.000 für eine Person finden. Das ist eine gute Sache. Die nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Würde ich sagen. Na, und ich würde mir auf jeden Fall auch wünschen, dass mal so ein paar mehr Missionen auf Crusader stattfinden. Die sind so schön, diese Plattformen. Da sind so viele Landepads auf anderen Plattformen und das ist alles so schön gestaltet, dass man einfach so ein bisschen ein paar Missionen hat. Ne, meinetwegen auch so eine Investigation-Mission, wo man eine Leiche finden muss, wo man drei Plattformen absuchen muss oder irgend sowas. Ne, oder Paketmissionen oder so. Das wäre echt schön. Ne? Viele, einschließlich mir, finden die Höhe der Atmosphäre, den Ausflug, ein bisschen zu übertrieben. Ich glaube, der liegt ja bei 150.000, glaube ich. Ne? Da fliegt man ewig raus. Und auch das weiß Cloud Imperium Games. Und auch das finden sie nicht so optimal. Und da werden sie auch noch irgendwas dran drehen. Aber im Moment halt noch nicht. Aber was ich damit sagen will, ne? Sie wissen das auf jeden Fall. Und da wird auf jeden Fall auch was kommen. So, wir müssen anscheinend runter auf den Mond. Da würde ich mal so eine kleine Abkürzung fliegen. Wir fliegen erstmal ganz kurz rüber. Vielleicht sind das ja auch nur... Aber ich werde mal abkürzen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, das ist okay. Da fliegen wir hin. Da
Also jetzt nicht hier, ne? Das ist nicht daneben, ne? Sondern auch wenn es so aussieht. Ne? Das ist auch noch so ein kleiner Fehler. Normalerweise sind ja so Outposts und irgendwelche Sachen, die man anfliegen kann, die hinter dem Planeten oder Mond sind, sind ja normalerweise gestrichelt. Ne? So wie das hier. Ne? So, das ist aber hier nicht. Man denkt dann immer so, oh, guck mal hier, kann man gleich anfliegen. Aber Pusku, kann man nicht. Dafür kann man aber diese fantastische Aussicht genießen. Jela ist auch ein sehr geiler Mond, finde ich, mit diesem Asteroidengürtel. Und wir werden auf jeden Fall, oh, wie wir schon wieder aussehen hier, Mann ey. Wir werden auch in den nächsten Folgen, das hatte ich ja schon in der ersten gesagt, auf jeden Fall dann wieder mit der Prospector losfliegen. Und ich kann euch auch versichern, ich bin seit der letzten Mining-Folge auch gar nicht mehr mit der Prospector unterwegs gewesen. Das heißt, ich fange eigentlich fast mit dem Mining schon wieder von vorne an. Ich weiß, ich muss mir einen guten Laser kaufen. Ich weiß, ich muss mir so ein paar Attachments kaufen für den Laser. Das mache ich auch alles. Ich werde mir auch ein paar dieser Mining Gadgets mitnehmen. Also diese, ne, ihr wisst schon, die man an den Stein bappen kann. Und dann werden wir mal losfliegen. Vielleicht machen wir mal wirklich mal wieder den Ring von Yela. Ja, dass wir da mal wieder so ein bisschen reinfliegen und ein bisschen was suchen. Habe ich natürlich mal wieder Bock zu. Und dann machen wir eine schöne, entspannte Mining-Folge. Wo man übrigens auch Geld verdienen kann, ne? Nur mal so, ne? So. Da muss man nicht immer auf Geschenke warten. Ja, das war echt wirklich. Ich hab echt gedacht, ich bin im Kindergarten, ne? Also wirklich. Sowas von, also wegen sie sowas so abzugehen, das ist wirklich, der kleine Peter hat mir mein rotes Auto weggenommen. Vorher hat er mir es gegeben, ich kann mitspielen, und jetzt hat er mir das wieder weggenommen. Mäh! Unfassbar, echt. Naja, egal. Na, gut, vielleicht ist das ja auch so, dass die Leute, die so abgehen im Spektrum, vielleicht sind die auch erst im Kindergarten. Dann macht's Sinn. Na, dann ist das natürlich alles nachvollziehbar. Dann habe ich auch nichts gesagt. So. Ja, ich werde das mal mit dem Face-Over-IP mal wieder so ein bisschen austesten. Oh, da ist, glaube ich, ein Spieler schon. Guckt euch das an, der Aurora MR. Ja gut, die wird uns nicht gefährlich sein, das ist wahrscheinlich ein kleiner Anfänger. Aber der kann uns natürlich theoretisch über den Haufen ballern, weil wir haben nichts dabei. Ich habe nur einen Undersuit dabei und einen Helm, weil ich ja eigentlich nur im Schiff unterwegs sein wollte. Aber so eine Missing Person, die können wir nochmal finden. Müssen wir halt so ein bisschen vorsichtig sein. Der ist auch, glaube ich, im Schiff. Sonst wäre das Schiff auch, glaube ich, weiß. Aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. So, es ist eine Constellation, die hier unten liegt. Und wir müssen eine Person finden. Wir landen mal auf der anderen Seite. Da sitzt nackt, der liegt nackt da vor meinem Schiff. Ah, da hinten, da oben läuft er. Ja, Waffe hat er auf jeden Fall nicht gezogen. Das ist schon mal gut. Da, der wird uns nichts tun, glaube ich nicht. So, Schiff lassen wir mal komplett an. Gut, die Engines können wir ausmachen. Und dann suchen wir mal hier unseren Kollegen. Der will auch nur den Flight Recorder holen, habe ich gerade schon gesehen. So, sieht ein bisschen aus wie Papier, geknicktes Papier hier oben, ne? So, ist denn die mir? Achso, es kann einer von der Crew sein. Vielleicht hat er sich die Klamotten da genommen. Können wir natürlich auch machen. Die sind komplett nackt gelootet hier, die Jungs. Ach ja, da haben wir ihn schon. Ja, wenn es immer so sein sollte. Ne? Das wäre natürlich ein Träumchen. Ja, voll easy die Mission. Voll einfach. Ne, wir gucken trotzdem uns nochmal das Ganze hier an. Vielleicht haben wir ja noch was, was wir hier mitnehmen können. Aber so verdient man doch mal 18.000, oder? Liegen natürlich über noch Pakete, die könnten wir theoretisch mitnehmen, wenn wir das wollten. Und oder. Guck mal, die Arme können wir uns mitnehmen, wenn er uns lässt. Aber ich glaube, er triggert hier nicht. Ja, mit den Personen, oder er pennt nur. Mit den Personen, das ist auch noch ein bisschen verbuggt. Ich weiß auch gar nicht, ob die jetzt nackt sind, weil sie wirklich geplündert wurden. Oder ob sie nackt sind, weil die Klamotten nicht gespawnt sind. Weil anwählen kann man sie jetzt nämlich auch nicht. Das hatte ich neulich auch offscreen. Da habe ich auch so eine Mission gemacht. Und dann hatte ich die Personen gefunden und dann sind die alle despawned. Ne? Also so richtig, richtig geil funktioniert das auch noch nicht. Deswegen müssen wir weiter darauf achten.
So, das sind natürlich alles noch alte Wracks hier. Das wird alles nochmal überarbeitet, noch viel geiler gemacht. Ne? Aber nichtsdestotrotz, trotzdem cool. Ne? Nicht immer nur die neuen Sachen geil finden, auch nochmal die alten geil finden, weil die auch geil sind. Die waren geil und sind geil. Auch wenn man sie schon kennt. So. Jetzt aber gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich werde mich jetzt hier vorbereiten für das Event heute Abend. Siege of Orison, wie gesagt. Wenn ihr dabei sein wollt, kommt in den Reststop auf Discord. Ne? Habe ich ja gerade auch schon gesagt. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung oder auch in der Kanalinfo. Und dann habt einfach mega Spaß mit uns, verdient Geld, lootet, was das Zeug hält und werdet wiederbelebt, wenn ihr dann von irgendwem erschossen werdet, Freunde. Also, ne, dann würde ich sagen, macht es gut, bis dahin und Tschüssikowski.